Lassen Sie Gott aus dem Notfallkoffer raus. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und dass der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3,16 Früher habe ich hin und wieder oder wenn ich in großen Schwierigkeiten war, Zeit mit Gott verbracht. Da mein Leben jedoch aus mehr als nur Krisen bestehen sollte, lernte ich schließlich, dass ich jeden Tag Zeit mit Gott verbringen musste, so als bräuchte ich ihn dringend. Es stimmt zwar, dass Gott uns immer hilft, wenn wir zu ihm kommen, aber wer ein siegreiches Leben führen will, muss Gott aus seinem Notfallkoffer herausholen und ihn in das tägliche Leben hineinlassen. Gott will eine ganz persönliche Beziehung zu uns. Das beweist er, indem er in uns lebt. Dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hat er es uns ermöglicht, eine persönliche Beziehung zum allmächtigen Gott aufzubauen. Wenn Gott eine Art von Notfallbeziehung gewollt hätte, hätte er einfach hin und wieder zu Besuch kommen können, aber er hätte ganz bestimmt nicht dauerhaft in uns wohnen müssen. Welch ein umwerfender Gedanke! Gott ist unser ganz persönlicher Freund. Holen Sie ihn noch heute aus dem Notfallkoffer? Gebet: Herr, ich weiß, dass Christsein viel mehr ist als nur ein Notfallplan für brenzlige Situationen. Weil du in mir lebst, will ich dich als meinen persönlichen Freund kennenlernen. Ich will nicht nur zu dir kommen, wenn ich in Schwierigkeiten bin, sondern jeden Tag.